Liebe Genossinnen und Genossen, das ist vielleicht etwas abenteuerlich, dass eine Delegierte der Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung zu diesem Thema hier spricht. Ich möchte euch versuchen mitzugeben für die strategische Arbeit vor Ort, wie man diese beiden Bereiche verknüpfen kann. Wir wissen, dass wir in der Partei immer alles zusammen sehen. Deshalb sind wir ja auch hier. Wir wissen aber auch, dass viele Menschen so im alltäglichen Leben das eine interessiert und die anderen interessiert mal das andere und dass wir große Schwierigkeiten haben. Wenn wir denen nach Infostand die Zusammenhänge alle zusammen erklären, haben die in der Zwischenzeit ihren Sonntagseinkauf erledigt, weil es doch etwas komplex ist. Ich habe angefangen 1971 mit organisierter linker Politik und das allererste, was ich gelernt habe, war auf Demonstrationen zu skandieren. In der Rüstung sind Sie fix, in der Bildung tun Sie nichts. So. Und dann haben wir aufgezählt und haben gesagt, wir wollen also entweder mehr BAföG oder Studierendenwohnheime oder. Ich überlasse es eurer Fantasie, was ihr alles so vor Ort habt. Ich glaube, es ist eine Menge, was wir in den Kommunen so direkt vor Ort haben. Und dann präsentiere ich euch nur zwei Zahlen. Der Bundeswehr. 8 bis 10 Millionen Euro. Jetzt könnt ihr das mal auf so Kitas umrechnen. Und wenn ihr also Eltern trefft, die sich für die berechtigten Interessen einsetzen, oder wenn ihr Seniorinnen und Senioren trefft, denen da irgendeine Einrichtung zugemacht werden soll, dann werft das doch mal in die Debatte. Dann sagt doch mal, naja, ein Panzer weniger wird hier schon das ganze Quartier retten. Und zwar mit dem und dem und dem und dem. Kann ich Ihnen mal aufzählen. Und wenn man so an die Frage rangeht, bekommt man auch sozusagen einen Drive in die Diskussion, dass die Diskussion von den Partikularinteressen doch ein bisschen so ins große Ganze geht, ohne die Partikularinteressen zu vergessen und das Konkrete bei den Veränderungen in der Bildung